Jans und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Ich weiß nicht, wo ich hier hineingeraten bin. Sieht aber alles sehr interessant aus. Azoki Hiroshi. Die Augenhersteller. Also, ja doch, kann man schon so sagen. Die Augenhersteller. Aber ist es schlau, dass wir hier sind? Ich weiß ja nicht. Oder ist das geplant, dass wir mal hier hinkommen? Und warum liegt dieser Truck auf der Seite? Fragen über Fragen. Und kann man Roboter leise ausschalten? Ich versuch's mal. Okay, geht nicht. Anfällig gegen Hitze. Ne, Kurzschluss. Ja, das macht die leider nicht. Sehe es schon. Noch einer eigentlich. Und das war's. Das lief ziemlich gut. Die erinnern mich immer ein bisschen an den Film Chappie, also dieses Roboter-ähnliche Ding. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Aber die haben immer so ein bisschen den Artstyle davon. Und hier gibt es einen Laptop. Mit nix. Ersatzteile. Minen. Also gibt es jetzt hier irgendwo noch was Interessantes? Was kann man hier genau machen? Was hier bloß? Okay. Wie? So. Türen kann man auch nicht öffnen, oder? Nee. Weird stuff. Irgendwelche Secrets hier hinten? Auch nichts. Vielleicht habe ich auch schon was Specialiges eingesammelt und ich hab's nicht bemerkt. Kann natürlich auch sein. Ist das Blut? Nee, das ist Fleisch.
Aber spannend, was wir hier gefunden haben. Hiroshi, ich dachte mir schon, irgendwie kenne ich das Symbol doch. Aber ich habe nicht gesehen, dass es hier steht. Ja gut, haben wir das erledigt, was auch immer es war. Nebenmission gibt es hier noch. Ein Foto. Zwei Kämpfe, Kleptomanie. Da gibt es noch eine Tarotkarte, wieso auch immer die aufgedeckt ist. Ich würde mal zur Nebenmission fahren. Schauen, was da auf uns wartet. Sieht er hier auch interessant aus? Ist das nicht ein Newsvan? Da drüben liegt was. Oder wer? Versteckte Lederbüropumps. Ist immer noch ein bisschen lächerlich, dass sie das immer noch im Spiel behalten. Sodass Kleidung unterschiedlich gut oder stark ist und wo es eigentlich gar keinen Unterschied mehr macht. Hier lief wohl etwas gewaltig schief. Oh, ist auch ein Geschütz. Verstärkte Netrunner Lederstiefel. Ich glaube, sie hatten eine echte Niete eingestellt, der Systemoperator für sie spielte. Ich brannte mich rein, drehte den Typen mit dem geborgten Höllenblitz durch den Wolf und räumte die Datenfestung komplett aus. Ihr Typen, die ihr in der Realität lebt, ihr kriecht wie die Schnecken. Ich dagegen bin in der Matrix unterwegs und ich bin schnell. Man wird hier nicht alt. Man wird nicht langsam oder nachlässig. Man lässt einfach seinen Körper zurück und hebt ab. Spider-Murphy. Und ein Gespräch zwischen Mong und Sasha. Meinst du, das Eis ist zu dick? Ja. Wir reden hier über Hiroshi. Ja, aber weißt du noch, wie ich Mr. Stud gehackt habe? Und auf ihrer Seite den Slogan geändert habe? Jupp. Kann ich mich noch gut daran erinnern? Ficken, bis der Ripper kommt. Mr. Stud hätte auch ziemlich gutes Eis. So dicht, dass nicht mal der Minischwanz von meinem Ex irgendwo reinpasst. Lol. Ich sage auch nicht nein, aber das ist kein Streich, sondern Wirtschaftsspionage. Deren Eis brennt hier die Birne weg, bevor du auch nur in der Nähe ihrer Datenfestung bist. Außer du hast einen besonderen Eisbrecher, einen Fixer oder so. Nö. Aber ich habe einen Grundriss vom Gebäude und weiß alles über ihre Security. Also hast du den Plan? Ich werde durch die Lüftungsschächte rein und mich in ihre Subnet einklinken, dadurch die externen Sicherheitsmaßnahmen umgehen. Ich weiß ja nicht. Was, wenn dich jemand erwischt? Gute Frage. Dafür brauche ich ja deine Hilfe. Und du musst mir einen Demon schicken, der die ablenkt. Und was bekomme ich dafür? 15%? Wenn alles nach Plan läuft? Na gut. Pass aber echt auf, dass deine Synapsen nicht abgefackelt werden. Interesting.
Aber ich kann hier nichts machen. Nee. Aber die wollten hier einbrechen auf jeden Fall. Irgendwie unterirdisch. Hallo? Dieses riesige Gebäude, das sieht spannend aus. Und gehört das auch alles noch zu Kiroshi? Ich glaube nicht, dass wir irgendwie oder irgendwo hineinkommen. Obwohl. Ach du Scheiße, wir sind da vorne los. Wo geraten wir hier hinein? Security und Militech. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, wenn wir uns hier einmischen. Komm schon! Oh no, no! You can't be dead! Okay, da lebt noch einer. Ich weiß nicht, wo wir hier sind. You're on the bus. Ich speichere mal ganz kurz. Was haben wir hier getan? Security. Was ist hier gerade passiert? Wer bist du? Veteranwache. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Auf jeden Fall haben wir einfach alle getötet. Die hier irgendwie dazugehörten. Und bekommen sehr viel Stuff. Die Veteranwachen haben irgendwie gar keine Waffen dabei manchmal. Was ja weird ist. Deiner Lol.
Jetzt höre ich hier für den Radiosender. Okay. It's all about the touch, deiner Lord. Hier rein kommen wir nicht. Sehr gut. Danger. Passiert gar nichts. Hiroshi. Und wer bist du? Irgend so eine random NPC. Ey, solange es Loot gibt, sage ich nicht mehr dazu. Auf jeden Fall sind wir hier wieder in diesem abgesperrten Bereich drin. Warum auch immer. Da vorne gab es ja noch einen Laptop. Der uns aber auch nichts sagt. Warum das hier so eskaliert ist? Und die Autos einsteigen geht auch nicht. Ich lauf mal hier weiter. Um das Gebäude herum. Ist auch sonst nirgendwo mehr etwas. Ich glaube, es ist einfach so ein random Event, kann das sein? Scheint wohl so zu sein. Und für uns gibt es irgendwie gar nichts mehr hier. Naja. Komischerweise von dieser Seite jetzt nicht abgeriegelt. Nur von der rechten Seite. Hey, over there. How old do you think? Somewhere between don't give a shit and none of my biz. Well, 13. You always get all MCD. Hier rein kommen wir hier auch nicht. Alles weird hier in diesem Abschnitt. Autsch. Ich habe das Auto gesehen und dachte, ich könnte drüber springen. Bombusdrohnen, Streifenpolizist. Speichern mal. Was mache ich hier? Ich war doch auf dem Weg zum Auftrag. Und jetzt bin ich hier. Hiroshi. Aber rein kommt man nirgends. Das ist ein bisschen schade. Ich dachte, hier würde es irgendwie was Spannendes geben.
Ah. Ich laufe das mal kurz hier noch weiter entlang. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Secret. Man finden könnte. Ich hoffe, ich darf hier sein. Hier ist sehr viel Arasaka und NCPD-Auftrag. Ist das gemeint? Da sind ein paar mehr Leute. Das sind ein paar Leute, mir das gedacht. Ich mach hier nichts, keine Angst. Der hat seine Waffe verloren. Okay, irgendwo da hinten ist noch jemand. Ernsthaft. Die Person trifft mich und ich treff sie nicht. Wäre es auch ziemlich nice, was ich hier habe.
eine Überwachungskamera. Zeitgeist und George oder Jorge haben ein Problem. Und ob wir das haben, sollte es eigentlich schon längst fertig sein. Der Kunde wird langsam nervös. Hör doch mal zu. Ich höre, ich habe die Kiroshi-Runner unterschätzt. Das heißt, ich kann das nicht extern hacken. Ich muss näher heran, mich mit dem lokalen Subnet verlinken. Vor Ort. Und warum sprechen wir noch darüber? Zusätzlich. Jemand muss mir Deckung geben, wenn ich mich verlinke. Das heißt, unsere Rate verdoppelt sich. Ich frage noch. Der Kunde zahlt. Leg los. Exzellent. Lief nicht so gut. Netrunner. Gar nichts. Können wir zwar nicht hacken, aber wir können es doch hacken. Hello, I was just on the line with Candace, but the call dropped. Okay, Nanda, listen. I've been trying to file a complaint for an hour. Ooh, nice. Yes, wir haben hier diese schönen Flugobjekte. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Hiroshi hat wohl hier einen sehr großen Einfluss, wie es scheint, mit diesem riesigen Areal und Marmorboden, viel Geld, scheint wohl sehr wichtig zu sein hier. Okay, und wir haben hier gerade noch einen Auftrag. Aber wenn wir da hineinkommen, würde ich sagen, sehen wir in der nächsten Folge erst wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk 2077. Tschüss. I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky-high rate of violence and more people living below the poverty line than anywhere else. Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.